Natürlich gesund bleiben, wie geht das? Hi, hier ist Matthias von der Praxis Family Akademie. Und eine Frage, die sich regelmäßig stellt von unseren Akademie-Teilnehmern, ist die Frage: Wie kann ich es eigentlich schaffen, ganz natürlich gesund zu bleiben? Ist das überhaupt möglich heutzutage? Geht das überhaupt noch? Und wenn, wie muss ich das machen? Bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, denk dran, abonniere unseren Kanal und folge uns gerne auf Instagram. Und du solltest wissen, wir haben unter dem Video haben wir ein Webinar, mit dem wir unsere komplette Methode erklären. Also wenn du Lust hast, melde dich an, sei dabei, schau rein. Aber jetzt geht es erstmal ums Thema. Die natürliche Gesundheit ohne Medikamente, geht das überhaupt? Ja, viele von uns wissen, dass unsere älteren Mitbürger, entweder die Eltern oder die Großeltern oder vielleicht auch schon du selber, tatsächlich immer mehr Pillen vom Arzt kriegen. Irgendwann ist es so normal. Hast du deine Tabletten schon genommen? Hier sind meine Tabletten für die Woche. Ich muss zur Apotheke, ich muss zum Arzt, ich brauche ein neues Rezept für meine Tabletten, für Blutdruck, für Cholesterin. Ich brauche ein bisschen was für mein Herz, für Wasser. Also es gibt so viele verschiedene. So normale, in Anführungszeichen, Medikamente, wie wir einnehmen, irgendwann, wo gar keiner mehr hinterfragt. Und wo tatsächlich auch leider von den Ärzten sehr, sehr leichtfertig verschrieben wird. Wir haben viele Beispiele von Mitarbeitern in Arztpraxen, gerade bei Internisten, die sagen, ja, hier geht so gut wie keiner raus ohne den sogenannten Magenschutz. Eins der giftigsten Medikamente der Welt. Der Magenschutz ist so eins der schlimmsten Sachen, weil das nämlich die Magensäure blockiert und runterfährt auf ein Minimum von 100% Magensäure plötzlich nur noch 4 bis 5%. Und damit ist natürlich eine normale Verdauung überhaupt nicht mehr möglich. Geschweige denn, dass Nährstoffe ausreichend aus dem Essen gezogen werden können und so weiter. Und einfach nur so als ein Beispiel: Schulmedizin und Medikamente möchte ich nicht verteufeln. Es ist gut und wichtig, dass wir bestimmte Medikamente haben. Und in bestimmten Fällen sind sie lebensnotwendig und in anderen Fällen sind sie auch notwendig, aber möglicherweise nicht auf Dauer. Also wenn immer ein Medikament chronisch genommen werden soll, muss man es wirklich sehr, sehr gut überdenken und in alle Richtungen schauen, ob nicht doch die Möglichkeit besteht, ein System irgendwie wieder herzustellen, das es von alleine reguliert. Und ist es machbar? Ja, natürlich ist es machbar. Wenn wir den Körper verstehen, wenn wir wissen, wie unser Körper funktioniert, vor allem individuell funktioniert, und wenn wir wissen, was macht ihn denn krank? Also was sorgt denn dafür, dass der Blutdruck steigt und hoch ist? Was sorgt dafür, dass der Herzrhythmus nicht stimmt? Was sorgt dafür, dass ich ständig Verstopfung habe oder dass ich Kopfschmerzen kriege regelmäßig? Was sind denn diese Dinge, die das machen? Warum tun denn meine Gelenke weh? Warum entwickle ich Rheuma oder andere Dinge? Warum habe ich ein Schilddrüsenproblem? Also diese vielen, vielen verschiedenen Sachen kommen ja in der Regel irgendwo her. Denn unser Körper ist dafür gemacht, dass er das von alleine schafft. Und ich glaube mir, das Beste, was du machen kannst, ist hinschauen, wo kommt es her. Das allerdings ist die Schwierigkeit, macht in der Regel der Schulmediziner nicht. Durch die Ausbildung bedingt ist es in der Schulmedizin so, dass man in der Regel ein Symptom erkennt, diagnostiziert und dann eine Behandlung, eine Therapie etabliert, die meistens auf Basis von Medikamenten oder Operationen ist. Selten wird hingeschaut, was ist denn ganzheitlich eigentlich da der Hintergrund, woran liegt es zum Beispiel. Es gibt genug Ärzte, die das auch machen und die seien hier ja auch an dieser Stelle geehrt und erwähnt, aber leider auch viele, die es eben nicht so machen. Und jetzt ist die Kunst, erstmal die Wichtigkeit zu erkennen, weil wenn du das nicht machst, landest du letztendlich in einem Bereich, wo man sagen muss, okay, du hast beispielsweise wie bei einem Auto, ja, du hast ein Auto, wo die Öllampe rot leuchtet und der Zeiger ist auf rot und du gehst jetzt her und machst einfach mit dem Kleber die Lampe aus. So, es nervt die Lampe nicht mehr. Ja, ist so, jedem einleuchtende Moment immer, das hat ja eine Ursache. Die Lampe leuchtet ja nicht, weil die Lampe leuchten will, sondern da ist irgendwo was. In dem Fall fehlt Öl. Und so ist es mit dem Körper auch. Das heißt, wenn wir ein Symptom entwickeln, eine Entzündung an einem Gelenk oder an der Schilddrüse oder ein Darmproblem oder Kopfschmerzen, dann ist es wie die Lampe. Und es gibt dahinter ein tiefer liegendes Problem. Und um natürlich gesund zu sein, brauchen wir quasi die Fähigkeit zu erkennen, was hat dieses Problem ausgelöst. Ja, natürliche Gesundheit wird am besten erzeugt und gefördert, indem wir den Körper, so gut es geht, natürlich behandeln. Das heißt, er braucht seinen Schlaf,
er braucht Bewegung, also die ganzen klassischen Sachen. Er braucht genug gutes, sauberes Wasser, er braucht gute, saubere Nährstoffe und zwar am besten, so man nennt das Schlagwort ist Clean Eating, das heißt also möglichst unverarbeitet, möglichst nicht aus Plastiktüten aufgerissen, irgendwelches industriell verarbeitetes Zeug, sondern möglichst frisches Zeug. Das heißt, wer sich natürlich gesund halten will, sollte sich vor allen Dingen in den Gemüseabteilungen und Obstabteilungen aufhalten, in einem Supermarkt oder sogar in einem Biomarkt oder vielleicht sogar frisch selber angebaut oder von jemandem, den man kennt, der frisch anbaut. Ja, gilt, je frischer, desto besser, je mehr Vitamine sind da drin, desto mehr Biophotonen sind enthalten und dann ist die Zubereitung natürlich wichtig. Hier gilt auch, dass ich das Essen möglichst schonend zubereite und so zubereite, dass ich intelligent umgehe mit den Nährstoffen, die sich darin befinden. Ja, manche Dinge sollten gedämpft werden, manche gekocht werden, manche sollten roh gegessen werden und das spielt auch alles eine große Rolle, also die Art und Weise, wie ich mich ernähre. Dann ist es so, dass ich ein Bewusstsein dafür entwickle, dass ich heutzutage in der Welt, ja, im 21. Jahrhundert, dass ich nicht mehr entfliehen kann vor bestimmten Einflüssen. Sei es der Elektrosmog, also der Einfluss durch hochfrequente Strahlung, durch WLAN, Mobilfunk etc. Oder sei es auch diese Umwelttoxinbelastung durch Gifte, die in der Luft sind, die ich einatme, durch Fahrzeuge, Flugzeuge. Na, die Atmosphäre ist voll mit Aluminium, aber auch Cadmium, Quecksilber etc. durch Zahnfüllungen, durch medizinische Behandlungen. Es gibt bestimmte medizinische Interventionen, die ich jetzt hier nicht nennen darf, die auch dazu führen, dass viele Toxine in den Körper kommen. Also es spielt alles eine gewisse Rolle für ein Bewusstsein zu wissen, okay, ja, es ist passiert, wir werden regelmäßig mit Toxinen belastet. Ich will das Wort vergiftet gar nicht in den Mund nehmen, weil da ist Intention dahinter, sondern einfach, wir werden belastet mit Umwelttoxinen. Und es macht Sinn, intelligenterweise was dagegen zu unternehmen, also eine Art Entgiftung zu etablieren. Das ist allerdings sehr individuell, da muss man schauen, was für den Einzelnen passt, aber einfach das Bewusstsein haben. Aber auch das Bewusstsein zu haben, hey, ich habe einen Körper, einen 3D-fleischigen Körper, ich muss den irgendwie was mitmachen. Ich muss den bewegen, ich muss den vielleicht mal stretchen und dehnen, also bestimmte Grunddinge machen, die wichtig sind. Ich brauche Sauerstoff, ich brauche vielleicht gute Erdung, ich muss mich vielleicht kümmern um meinen seelischen Teil, das heißt zu schauen, was habe ich für ungelöste Konflikte, was nehme ich aus dem Familiensystem mit. Das heißt, das sind alles Dinge, wenn ich hier anfange, in die Richtungen zu gehen, ja, dann kann ich anfangen, ohne Medikamente einfach gesund alt zu werden. Und das ist jetzt kein Teufelswerk. Es geht nicht darum, dass das jetzt meine Hauptalltagsbeschäftigung wird. Es geht nicht darum, dass du dich den ganzen Tag nur noch mit Gesundheit beschäftigst. Es geht einfach darum, kluge, intelligente Routinen zu entwickeln und hier und da natürlich die kleine Lernkurve mitzunehmen, zu sagen, ah ja, schau mal, da kann ich am besten hingucken. Fakt ist, dass es heutzutage auch unglaublich schwer ist zu wissen, ja, was ist denn gut? Was ist denn jetzt gesund? Was ist denn natürlich gesund? Und es gibt so viele gute Quellen, Bücher, Videos, Foren im Internet, ja, bei Facebook und Co. Es gibt Kongresse, die man besuchen kann. Es gibt so unglaublich viel, es gibt fast schon zu viel, denn es ist am Ende des Tages sehr, sehr schwer herauszufinden, ja gut, ich habe das jetzt alles gelernt, was soll ich jetzt tun? Ich habe jetzt 15 verschiedene Varianten gelernt, wie ich mein Essen zubereiten soll, 10 verschiedene Varianten, wie ich mich entgiften könnte und soll ich das jetzt alles machen? Und genau hier steigen wir ein mit unserer Akademie. Praxis Family Akademie hat eine Methode, ein System entwickelt, mit dem das ganz, ganz einfach geht, mit dem das easy zu sortieren ist. Wir sagen nicht, dass die Methoden, die wir vorschlagen, die einzigen sind, die es gibt auf der Welt. Wir bringen dir aber eine besondere Testmethode bei, mit der du exakt alle anderen wunderbaren Sachen heraustesten kannst, damit du für dich die besten Sachen finden kannst. Und das ist der Game Changer, das ist der geheime Schlüssel zur natürlichen Gesundheit. Wenn du darüber mehr wissen willst, schau mal hier unter dem Video, da haben wir ein Webinar verlinkt, wo wir das genau erklären, was du machen kannst, wie du das umsetzen kannst und wie das für dich funktionieren kann. In dem Sinne, liebe Grüße. Ciao, der Matthias.